Moinsen Leute, ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, ich werde wieder mal Draft spielen oder ich will noch mal eine Runde Draft spielen, beziehungsweise vielleicht sogar mehrere. Und deswegen zocken wir jetzt Draft. Und ich habe richtig Bock drauf. Letztes Mal hatten wir ja Rexxar den Jäger gespielt. Und ich glaube, diesmal habe ich Bock auf Malfurion Sturmgrimm den Druiden. Ich muss die Einfach nur so, Wildnis weil ich schützen. ihn cool finde. Der sieht doch cool aus. Gut, welche Karten nehmen wir uns diesmal? Murlocs, Piraten, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. So ein Themendeck sich zu erstellen, ist wahrscheinlich Schwachsinn. Und deswegen nehme ich, glaube ich, den hier. 7 Mana, 5, 5, ziehe 2 Karten oder stelle 5 Leben wieder her. Ziehe 2 Karten, ist schon hammergeil. Die kann man auf jeden Fall reinpacken. Was haben wir hier? Klaue, 1 Mana verleiht eurem Helden plus 2 Angriff und Rüstung in dieser Runde. Vernichte einen Diener und Spott. Ich muss sagen, den hier finde ich jetzt nicht so stark. Natürlich ist es für einen Mana, zerstöre einen Gegner. Aber der Gegner zieht zwei Karten. Damit hat er direkt zweimal die Möglichkeit, vielleicht sogar noch fettere Monster zu zielen. Das ist nicht so richtig stark. Ich glaube, da nehme ich lieber Spott oder Klaue. Spott oder Klaue? Ich glaube, ich nehme den Spott. Nein, die Klaue. Ja, gut. Hier haben wir wieder die Karte von eben, auf die habe ich keine Lust, die ist scheiße. Ein Mana 2 einstellt, 2 Leben wieder her, finde ich jetzt auch nicht so den Brüller. Die finde ich ganz gut. 3 Mana verleiht euren Charakteren 2 Angriff in diesem Zug. Das heißt, alle bekommen 2 Angriff. Das heißt, ich habe so 3 Karten da und die kriegen alle plus 2. Finde ich spitze. Da haben wir hier einmal das Mal der Wildnis. Plus 2 in Spott. 5 Mana. 4-5 stellt bei allen 2 Leben wieder her, bla bla. Zorn, die finde ich ziemlich stark. Fügt einem Diener 3 Schaden zu oder einen, oder sie fügt einen Schaden hinzu und ich darf eine Karte ziehen. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Damit hat man die Möglichkeit, dann kleine Monster zu töten. Oder halt ein fettes. Prankenhieb, den finde ich super, die Karte, die kenne ich schon. Die fügt einem Feind 4 Schaden zu und allen anderen Feinden 1 Schaden. Kann man einfach alles tot machen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Soll ich aber auch mal Monster? Habe ich überhaupt schon Monster genommen? Eins. Wow. Ja, super. Alter, den hier muss ich doch mitnehmen. 8 acht Mana, 8, 8 Spott. Fette Monsters. Alter, ich habe ja nur fette Monster hier. Druide der Klaue oder Windzorn. Die möchte ich jetzt nicht gerne nehmen, weil im Draft mag ich auch ein Mana Monster nicht so ganz so gerne, weil es halt nur eins und gewinnt kein Spiel. Nur in Decks, wo man wirklich schnell ist, und im Draft ist man eher ein bisschen langsamer und dann sind die richtig fetten. Richtig geil. Und ich glaube, dann nehme ich den hier mit, weil der einfach hammergeil ist und zwei Fähigkeiten hat. Und ein Mana weniger kostet als die Windzornfurie. Oh, ich krieg ja nur gute Sachen. Das ist ja hammergeil. Das macht mich glücklich. Nehmen wir mal wieder den vom letzten Mal. Nee, wir nehmen den, der Sternfeuer kommt, verursacht 5 Schaden, ziehe eine Karte, dann kann ich alles tot machen. Haha! Und da können wir den Zauberbrecher doch nehmen. War eine gute Wahl, ich wusste es doch. Verleiht allen anderen Murlocs 2 Leben, who cares? Falls euer Gegner mindestens 4 Diener hat, übernehmt zufällig die Kontrolle über einen davon. 5 Mana vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff, finde ich schon stärker. Ist zwar zufällig, aber gut. Wie sieht meine Mana-Kurve aus? Oh, die Mana-Kurve sieht doch ganz anständig aus bisher. 4 haben wir ein bisschen mehr. Haben wir schon ein bisschen. Hier haben wir einen Spott. Ein Spott. Nehmen wir noch einen Spott. Und nehmen wir. Murlocs mag ich nicht. Den Voodoo-Doktor ist auch scheiße. Nehmen wir mal einen Buff. Anregen. Ist das im Draft stark? Eigentlich ist diese Karte ziemlich stark, finde ich. Erhalte 2 Mana-Kristalle nur für diese Runde. Das ist quasi wie diese Münze, die man manchmal kriegt, wenn man nicht als Erster dran ist. Aber im späteren Spiel ist ja die halt totaler Scheiß, wenn man die zieht. Das ist so unnötig. Dann nehme ich, glaube ich, lieber diese Karte hier. Das 4 Mana 2-4 ist nicht stark, aber ziehe eine Karte. Damit hat man immerhin eine Karte. Und das ist immer gut. Und hier nehmen wir noch eine Karte. Jetzt lässt es gerade so ein bisschen nach. Ein bisschen nach. Nehmen wir einfach weiter fette Monster. Das wird schon. Prankenhieb oder Todesröcheln? Ah,
sind beide saustark, die Karten. Ich glaube, ich nehme aber den Prankhieb. 4 Schaden ist super. Alle Diener kosten 1 mehr. Sehe ich den Sinn im Draft nicht, denn ich spiele auch auf Diener. Erhält jedes Mal +1/+1, wenn ein Geheimnis ausgespielt wird. Kann ganz okay sein. Ich glaube, den Mana-Süchtigen nehme ich aber. Der hätte jedes Mal 2 Angriffe in diesem Zug, wenn ihr ein Zauber wirkt. Das ist doch ganz anständig. Besser auf jeden Fall als hier die Geheimnisse. Ich weiß nicht, im Draft. Jäger hat ganz anständige Geheimnisse und alle haben eigentlich ganz anständige Geheimnisse, aber besonders der Jäger mit seinen Fallen. Aber wie oft werden die wirklich gespielt? Im Draft vor allen Dingen. Das ist so die Frage. Zauberschaden. Lohnt sich schon Zauberschaden? Ich habe 1 Zorn. Zauberschaden macht, dass die Zauber 1 Schaden mehr machen. Wow. No shit. Zorn habe ich. Da haben wir einmal. 2, 3. Ich weiß nicht, ob das jetzt 3, ob das dazu zählt. 4. Wir haben schon 4. Komm, nehmen wir einfach mal. Wir haben 4 Schadenszauber schon gehabt. Dann probieren wir das einfach mal aus. Oh, den Dschungelpanther, den finde ich ja ziemlich stark. Und 3 Mana brauche ich noch. 4-2 Verstohlenheit. Der kommt halt nächste Runde auf jeden Fall für 4. Das ist schon mal sehr stark. Puh, das hier ist ganz gut. Das hier ist spitze. Das hier ist nur gut gegen Murlocs. Das möchte ich nicht wirklich nehmen. Ich glaube, ich nehme den Meeresriesen. Ruf 3 Trends plus 2 plus 2-2 mit Ansturm herbei. Ist auch stark. Damit kriegt man quasi für 6 Mana 6 Schaden, die man dann aber auch noch nett verteilen kann. Aber ich glaube, ich nehme den hier. Der ist viel zu geil. So ein riesig fettes Viech. Zorn haben wir schon und wir haben jetzt schon genug Burst. Wir müssen auf jeden Fall fette Kreaturen holen. Und da ist der Schlingdorn-Tiger, glaube ich, das Richtige. Apropos Schlingdorn-Tiger. Nehmen wir nochmal. Denn diesen blöden Berserker, den wir da eben wieder gesehen haben, der hat mir letztes Spiel nicht so richtig Glück gebracht. Und deswegen nehme ich den jetzt nicht. Aber einen Zorn nehme ich auf jeden Fall. Oh, wollen wir mal nur auf Prankenhieb spielen und versuchen, dem Gegner einfach übelst seine kleinen Viecher wegzumoschen. Der Prankenhieb kommt. No risk, no fun. Noch so ein fettes Viech. Alter Schwede, das ist so ein fettes Deck, ey. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es hat fette Kreaturen drin, ne? Fette Kreaturen. Wie viel Spott habe ich jetzt? Da habe ich Spott. Der könnte Spott haben. Der hier hat Spott. Aber Windzorn ist auch gut. Ich glaube, ich nehme den Windzorn. Das ist dieses, dass man zweimal angreifen kann. Das ist auch immer sehr stark. Ein Mana-Karten haben wir noch gar nicht. Nehmen wir mal den hier. Der ist auch sehr gut. Das ist auch eine sehr, sehr gute Ein-Mana-Karte, finde ich. Weil man spielt den und dann kann er erstmal nicht das Ziel werden. Bis er angreift. Und dann macht er 2 Schaden. Das ist schon ziemlich stark. Ihr haltet einen leeren Mana-Kristall oder haltet 2 Mana-Kristall nur für diesen Zug? Ich glaube... Ich habe diese teuren Karten, ne? Eigentlich muss ich Anregen mitnehmen, damit wir versuchen, irgendwie so einen hier ganz schnell rauszubringen. Also schnell, Tüdelchen, der kostet ja immer noch 8. Aber trotzdem. Ansturm, Kampfschrei, gebt eurem Gegner einen Mana-Kristall. Genau, das will ich nicht, nein. Monstrosität oder Hüter des Hain. Wählt, verursacht 2 Schaden oder bringt ein Ziel, ein Diener zum Schweigen. Diener zum Schweigen bringe ich schon ziemlich stark. Schweigen habe ich erst einmal, aber der ist dann auch schon viel besser von den Fähigkeiten. Aber ich glaube, ich nehme die Monstrosität. Einfach nur, weil ich sie geil finde. Mal gucken, wie es wird. Fangen wir mal mit der ersten Runde an und ich trinke ein bisschen Tee. Lecker Mate-Tee. Ah, das tut gut. Während wir hier unsere Gegner suchen. Gegner, wo seid ihr? Es leckt. Es passiert was.
Oh, es leckt hart. Wir haben einen würdigen Gegner gefunden. Wow. Was Abwechslung. Gegen Jaina. Das war ein Magier. Ich muss die Wilden schützen. Und ich glaube, das behalten wir alles auf der Hand. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Das hier behalte ich mal in der Hinterhand, falls ich noch ein starkes Monster ziehe. Und das hier will ich relativ früh bringen. Und damit kann ich ihn dann kontrollieren. Der ist nämlich relativ stark, glaube ich. Das ist eine, finde ich, grundsolide Karte. 3 Mana, 3-3 Spot. Kann man immer bringen, ist immer gut. Wir können immer ein bisschen auf die Fresse hauen. 3. Für 3 können wir gleich den hier bringen. Den Spotter. Den Spotter. Jetzt mal gucken, was er jetzt macht. Oh, oh. Vielleicht müssen wir auch gleich was wegburnen. Oh ja. Da kommt was weggeburnt. Das wird weggeburnt von dieser Karte. Okay. Machen wir es lieber sicher. Ne? Ein Schaden, den wegnuken. Blaue spielen. Und nochmal angreifen. Bleibt die Rüstung jetzt da? Das ist gut. Haha. Rüstung ist immer gut. Das ist quasi wie Leben, kann man eigentlich sagen. Er müsste mir jetzt 30 Schaden machen, damit ich sterbe gerade. Ich kenne noch keine Karten, die irgendwie mehr Rüstung wegmachen oder Rüstung ignorieren oder so. Von daher. Ja. Ein bisschen Mana gewastet, kann nichts diese Runde machen. Super. Ich glaube, ich spiele den Windzorn. Die Windzorn-Kreatur zuerst. Ja. Ich spiele jetzt den Windzorn. Denn er hat im Moment eh nichts, mit dem er mich direkt angreifen könnte, außer er zieht so ein Ansturmviech. Und der macht in der nächsten Runde einfach mehr Schaden. Besonders wenn ich das drauf spiele. Dann habe ich hier eine 4-5 Windzorn. Dann hat er ein Problem. Dann kommt die für 8 Schaden. Das tut ziemlich weh. 8 Schaden und ich könnte noch den hier spielen, denn gleich habe ich 5 Mana. Den Spotter. Oder ich könnte den hier spielen. Eure Magie wird euch nicht retten. Er bringt den zum Schweigen. Wird nicht mein Zug verhindern. Und zwar wird mein Zug sein. Ich spiele. Er hält jedes Mal einen Angriff, wenn ein Diener stirbt. Dann gebe ich dem hier +2/+2 an Spotten. Damit hat er 4/5. Ich kann den hier angreifen und töten. Meiner überlebt, hat aber nur noch einen. Aber wenn er den tötet nächste Runde, hat der hier 4/3. Und der hat jetzt schon 3/3. Und das finde ich stark. Also der ist eigentlich die gefährliche Kreatur jetzt überhaupt auf dem Schlachtfeld. Aber ja, er kann den hier einfach so töten, wenn er möchte, mit seiner Beschwörerfähigkeit. Aber ob er es machen wird? Und ich habe noch sehr gute Möglichkeiten hier. Besonders, wenn ich den hier gespielt habe. Okay, Arkane Explosion. Bitte, 2 auf mich. Nein! Okay, er haut aber einiges raus, ey. Ich... Ansturm, 2 Leben und Spott. Ich glaube... Ich weiß nicht, was ich mache. Spiele ich den hier, dann habe ich +1 Zauberschaden. Dann könnte ich gleich den mit Ansturm spielen. Oder was? Den hier und dann kriegen seine richtig viel Schaden. Nee, ich spiele den hier. Verwandle mich in eine Bär und greife ihn einfach an. Nur um meine Bordposition ein bisschen hier zu sichern. Und auf der Hinterhand noch ordentlich was drauf zu haben. Den hier kann ich dann nämlich gleich mit Ansturm bringen. Dann muss er erstmal an dem vorbei. Von den Kreaturen. Er ist ja ein Zauberer. Der kann sowieso die ganze Zeit auf mich drauf moschen, wie er möchte. Ja, schauen wir mal, was passiert. Mein Ziel ist es übrigens wieder mindestens 3er zu gewinnen. Für den König. In diesem Draft. Oh, so ein Kacker, ey. Ah, da hat er schon wieder übelst viel Mana ausgegeben hier. Und ich meine, so stark war das jetzt nicht. Wollen wir einfach fette Kreaturen spielen? Ja, wir machen mal ein bisschen Trouble. Die muss er wieder töten. Sonst kriegt er nächste Runde ein Problem. Besonders wenn ich hier
plus ein Zauberschaden ist ja super stark mit dem Frankenhieb. Er macht einfach 5 Schaden und auf alle anderen 2. Den kann er, glaube ich. Ich kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, ich bis er Schaden verursacht. Das ist einfach so stark. Dann kann er den einfach nicht hier angreifen. Ich könnte den angreifen, dem einen Schaden geben oder er bufft den. Nee, er holt den sich zurück auf die Hand. Aha. Nicht schlecht. Verhindert aber nicht, dass ich ihm gleich übelst ins Gesicht haue. Und zwar übelst, übelst. Wo soll ich zuschlagen? Und wir machen mal einfach die richtige ins Gesicht hauen. Ja, hat doch geklappt, ne? Mit dem kann ich ihn jetzt noch 10 Schaden in der nächsten Runde machen. Brauche ich nur noch 3 Schaden machen, mit einer Kreatur durchkommen. Wenn er nicht 2 von denen töten kann, hat er ein Problem. Oder ich mache wieder so ein Top-Deck-Luck. Wie in der ersten Folge. Dass ich gleich noch einen Schadenzauber ziehe. Ich habe ja genug in meinem Deck. So ein Zorn würde ja schon reichen. Dann mache ich genau 13 Schaden. Was macht er? Verursacht 2 Schaden. Jetzt hat er nur noch 3 Mana. Okay, den tötet er. Und er hat verloren. Oder? Ja. Gut gespielt. Gut gespielt. Nicht gut genug. Zack, zack. Boah. Dead Burst Damage. Okay, ich glaube, es war gut, dass ich so viele Schlitzdinger, habe ich schon wieder vergessen, wie die Fähigkeit heißt, Klaue, glaube ich, mitgenommen habe. Ja, gucken wir uns mal das nächste Match an.